Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Krisenjahr 2020 ist noch nicht vorbei, aber natürlich sprechen wir von einem Krisenjahr. Wir sprechen aber auch von einem besonderen Jahr, besonderer Herausforderungen für Forschung und Innovation. Man kann sagen, nie hat es so viel Geld für Wissenschaft gegeben wie in diesem Jahr. Nie war sie so herausgefordert. Nie hat Forschung so öffentlich stattgefunden. Und wir sind hier zusammengekommen bei Zeit für Wissen, um mit der Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, die ich herzlich begrüße, Dankeschön. Und mit Raimund Neugebauer, dem Präsidenten der Fraunhofer Gesellschaft, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie ist denn dieses Jahr gelaufen, das nicht nur ein herausragendes Jahr für die Wissenschaft war, sondern auch ein Stresstest für die Wissenschaft? Wie ist dieser Test verlaufen? Wo waren wir gut? Wo sind unsere Schwächen? Was ist zu tun? Und zu Beginn unseres Gesprächs haben wir unsere beiden Gäste gebeten, eine Analyse vorzunehmen, einmal aus ihrer Sicht vorzutragen, wie ist ihr Blick auf 2020 und das, was daraus folgt. Liebe Frau Karliczek, mögen Sie beginnen? Ja, lieber Herr Senka, lieber Herr Professor Neugebauer, liebe Freunde und Leser der Zeit, ich glaube, wir können alle miteinander sagen, dass die letzten 6 Monate doch in unserem Land vieles, vieles verändert haben, dass wir ein Stück weit auch aus unserer Wohlfühlblase geschubst worden sind und uns mal wieder richtig beweisen mussten. Und die Corona-Pandemie hat da einen ganz großen Anteil geleistet und sie hat am Ende eben auch ganz enorme Folgen für unsere Gesellschaft, aber eben auch für unsere Wirtschaft. Aber ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ich sehe darin ganz, ganz große Chancen, unser Land jetzt schneller zu modernisieren, als wir es vielleicht vorher geschafft hätten. Der Digitalisierungsschub, den wir in den letzten Monaten erlebt haben und den ich natürlich gerne aufrechterhalten möchte, ist eben nur ein Beispiel dafür. Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir besser aus der Krise herauskommen, als wir hineingegangen sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, warum haben wir denn eigentlich die Pandemie so gut bis hierher bewältigt? Und da muss ich ganz klar sagen, nicht zuletzt deshalb, weil unser Forschungs- und Wissenschaftsstandort so gut aufgestellt ist, weil wir auch in den letzten Jahren schon so viel investiert haben. Unsere Forschungseinrichtungen konnten bei Ausbruch der Krise sehr flexibel auf das, was dann jetzt plötzlich vor ihnen stand, reagieren. Sie sind gut ausgestattet und, ein wichtiger Punkt, sie sind gut vernetzt. Besonders freut mich, dass die Wege von der Grundlagenforschung in die Anwendung immer kürzer geworden sind. Und das sehen wir ja jetzt auch. Seit Jahren arbeiten wir daran, den Transfer zu stärken. Und jetzt werden die Erfolge sichtbar. Der schnelle Transfer zeigt sich, und das zeigt gerade die Corona-Krise, ein Stück weit sogar als überlebenswichtig. Wir brauchen einen Wissenschaftsstandort, der wettbewerbsfähig ist. Am Beispiel der Impfstoffforschung wird sich zeigen, wo wir in der Vergangenheit oder jetzt auch gerade in der Pandemie gute Grundlagen gelegt haben, die jetzt nun ihre Stärke beweisen können. Zweites Thema, die Digitalisierung. Wir können jetzt die Chancen der Digitalisierung massiv nutzen. Gerade auch in Forschung und Wissenschaft können wir jetzt Unterstützung geben durch Erkenntnisprozesse, wie wir in der Digitalisierung schneller und besser vorankommen, damit es auch einen Mehrwert für die ganze Gesellschaft erzeugt. Digitales Lernen und digitaler Unterricht, darüber ist in den letzten Wochen und Monaten ja sehr intensiv gesprochen worden. Es ist mittlerweile vielfach Alltag und ein Stück weit auch Teil unserer neuen Normalität. Und wir haben als Bundesregierung nicht umsonst schon im letzten Jahr den Digitalpakt für die Schulen angeschoben. Wir haben auch in den Hochschulen Investitionen verursacht oder sie eben auch angeschoben, der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken oder auch die Vereinbarung Innovation in der Hochschullehre haben ganz klar den Fokus, Stärkung der digitalen Lehre möglich zu machen und da investieren wir Milliardenmittel. Am Ende soll es eben immer darum gehen, dass die Dinge besser werden, dass sie besser zugeschnitten werden können auf diejenigen, die lehren, aber natürlich auch auf diejenigen, die lernen. Und wir wollen jetzt genau diese Aufbruchsstimmung nutzen, um den Innovationen, die Deutschland dringend braucht, ich glaube, das muss man auch ab und zu mal sagen, genügend Kraft zu geben. Und dabei sind wir eben auch nicht allein. Es ist gerade angesprochen worden, die Europäische Ratspräsidentschaft. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren europäischen Partnern zusammen.
Die deutsche Ratspräsidentschaft wollen wir jetzt noch mal nutzen, um auch dem europäischen Forschungsraum einen neuen Schub zu verleihen. Denn was braucht Europa? Europa muss widerstandsfähiger werden, Europa muss nachhaltiger werden und Europa muss technologisch souveräner werden. Und das sind alles so große Aufgaben, dass wir sie am Ende nicht alleine schaffen werden. Übermorgen treffen wir uns zum informellen Rat der EU-Bildungsminister in Osnabrück. Und dort wird es ganz klar darum gehen, wie können wir die berufliche Bildung europaweit die Bedeutung geben, die ihr zukommt. Denn die Auszubildenden von heute sind am Ende die Fachkräfte von morgen. Bildung, Forschung und Innovation sind die Schlüssel, um in den nächsten Jahren die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, von Corona bis hin zum Klimawandel. Und dann kommt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt hinzu, nämlich, dass die Menschen bereit sind, Forschung und Wissenschaft zu vertrauen. In Umfragen sagen 89% der Befragten, dass wissenschaftliches Wissen wichtig ist, um die Pandemie zu verlangsamen. Und diese Akzeptanz ist ein Kernfund in unserem Land und die gilt es auch zu bewahren. Und deshalb ist für mich auch ein ganz großer Punkt eine gute Wissenschaftskommunikation, eine Wissenschaftskommunikation, die zeigt, und ich glaube, das haben wir jetzt auch in der Krise alle live erleben dürfen, dass Erkenntnisse auch kritisch hinterfragt werden und dann vielleicht auch gelegentlich verworfen werden, um am Ende einen neuen Kenntnisstand zu bekommen. Ich freue mich riesig über diese digitale Themenwoche. Ich denke, es ist Zeit für Wissen und ich freue mich jetzt auf die Diskussion, Herr Senka. Liebe Frau Karliczek, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich nehme gleich einen Ball auf, von dem ich weiß, den kann ich bei Raimund Neugebauer im Tor versenken. Technologische Souveränität, das ist eines Ihrer Stichworte, lieber Herr Neugebauer. Herr Professor Neugebauer, steht der Fraunhofer Gesellschaft vor und keine andere Forschungsorganisation ist so sehr an der Brücke sozusagen zwischen der Forschung und der Anwendung und der Anwendungsorientierung. Das heißt, Sie sind immer wieder da gefragt, wenn es darum geht, Unternehmen zu unterstützen, mit Unternehmen auch gemeinsam zu forschen. Wie ist denn Ihr Blick, der ja wahrscheinlich auch ein bisschen von den ökonomischen Zahlen und der Innovationspolitik geprägt ist? Also, Herr Senka, ganz herzlichen Dank für die Fokussierung sozusagen dieser Frage von der Ministerin. Und ich schließe mich dem positiven Statement von der Ministerin an, dass wir als Land, als Bundesrepublik die Krise im Vergleich zu vielen anderen Ländern eigentlich sehr gut gemeistert haben. Und man muss auch dazu sagen, die Entscheidungen waren richtig, dass man im Einzelfall dann immer wieder diskutieren kann. Ich denke, sind wir uns auch alle einig. Aber wir brauchen gar nicht bis nach USA oder China zu schauen, brauchen nur andere europäische Länder anzuschauen. Ich war letzte Woche in Italien. Oder schauen wir nach Großbritannien oder Frankreich, Spanien, alle anderen Länder. Ich glaube, da macht Deutschland einen sehr guten Job. Und zwar nicht nur auf Bundesebene, auch auf Länderebene und bei den Kommunen. Da ist sehr viel Richtiges passiert, muss man sagen. Zu Ihrer Frage, was sind auch kritische Punkte? Und da bin ich bei dem Thema technologische Souveränität, möchte betonen, ich meine damit nicht Autarkie für unser Land, technologische Autarkie oder Ähnliches. Und es geht darum, souverän entscheiden zu können. Und das fängt bei Beurteilungsfähigkeit an. Wenn wir Dinge nicht mehr selber produzieren, dass wir dann wissen, dass was wir woanders kaufen, ist das erste, zweite oder dritte Qualität. Oder wird uns möglicherweise dritte Qualität oder vorletzte Generation als das Neue verkauft. Und wenn wir uns das genau anschauen, Deutschland ist eine Hightech-Nation und wir sind natürlich in der Lage, nahezu alles zu produzieren bei uns. Aber wir haben eben auch aus Kostengründen und aus vielen anderen Beweggründen Dinge aus dem Auge verloren. Und genau das hat uns die Krise gezeigt. Die Krise hat uns gezeigt, dass in Europa, wenn es eng wird, alle wieder die Zugbrücke hochziehen. Das darf nicht mehr passieren. Das ist eine politische Frage. Mhm. Hängt aber auch mit technischen Fähigkeiten zusammen. Und der zweite Punkt. Wir sind plötzlich nicht in der Lage gewesen, so einfache Dinge wie die Masken in großer Zahl zur Verfügung zu stellen. Jeder Mensch weiß, dass es in Deutschland kein Problem ist, diese Schutzmasken herzustellen. Aber wir haben es nicht mehr getan. Es gab ja Studien vorher, wenn eine Pandemie kommt, dass man sowas möglicherweise braucht. Wir haben auch sehr schnell reagiert. Wir haben das natürlich jetzt. Und ich denke, hier hat das Wissenschaftssystem insgesamt sehr gut, sehr schnell, aber auch besonnen reagiert. Wir haben beispielsweise die Organisationen, die Max-Planck-Gesellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft und wir, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Präsidenten, seit die Corona-Krise im Gange ist,
haben wir fast wöchentlich Telefonkonferenzen, wo wir uns abstimmen, was können wir auch operativ beitragen. Und so haben wir beispielsweise gemeinsame Aktivitäten gestartet zur Modellierung der Pandemie, der Ausbreitung, um Vorhersagen mit so weit als möglicher Genauigkeit zu treffen, dass es immer Fehler gibt, weiß jeder, der in der Wissenschaft tätig ist. Dann haben wir uns zu den Tests zusammengeschlossen, um die Tests weiterzuentwickeln und auch kürzere Zeiten schneller dann auch mit Wirtschaftspartnern zu machen, um nur einige Beispiele zu nennen. Und der dritte Punkt ist das ganze Thema Resilienz unserer Wirtschaft. Da sind wir als Fraunhofer sicher mehr gefragt als andere. Wir haben nun mal mit der Herzkammer unserer Industrie Exportprodukte. Und die Exportprodukte werden nicht nur ins Ausland exportiert. Wir importieren auch jede Menge Komponenten. Wir haben Zulieferketten, die sehr anfällig sind. Und hier bedarf es in der Zukunft völlig anderer Lösungen, die mit viel mehr Resilienz gekennzeichnet sind. Und das Dritte, was wir festgestellt haben, dessen wir uns auch widmen, und sind wir auch mit dem BMF im intensiven Gespräch, ist das ganze Thema sozialer Zusammenhalt. Wir brauchen auch eine Resilienz unserer Gesellschaft, nicht nur unserer technischen Systeme. Vielen Dank. Resilienz und Modernisierung. Ein bisschen scheint das so gegeneinander zu stehen. Resilienz ist so ein bisschen was Zurückgelehntes. Man versucht, sich sozusagen einmal nach da und nach da abzufedern. Frau Kalitschek, Sie haben vorhin gesagt, Corona hat uns die Gelegenheit gegeben, Dinge schneller anzuschieben, schneller zu modernisieren sozusagen. Wo sind denn sonst die Hemmnisse? Wo stoßen Sie gegen Innovationshemmnisse? Also wir stehen ja jetzt davor, dass wir eben über den Recovery Fund sowohl in Europa als auch, dass wir in Deutschland gesagt haben, wir machen ein Zukunftspaket, wo wir jetzt ganz klar die Modernisierung Deutschlands anschieben. Wir wollen nicht einfach nur ein Erholungsprogramm für die Wirtschaft machen, die ja aus dem Tritt gekommen ist durch all die Maßnahmen, die so angestoßen worden sind. Und also wir wollen nicht einfach nur aufräumen, sondern wir wollen auch umsteuern und diese Zukunftsfähigkeit unter Beweis stellen. Und dafür haben wir jetzt natürlich, vorher haben wir viel über die schwarze Null diskutiert und haben über Kontinuität gesprochen und über stetiges Weiterentwickeln. Und jetzt geht es eben wesentlich schneller, indem man sagt, okay, wir nutzen jetzt diese Krise ein wenig umzusteuern und ganz klar in diese Zukunftsbereiche viel Geld zu schieben. Ich will nur einen Bereich ansprechen, der grüne Wasserstoff. Ja. Wir geben 9 Milliarden Euro jetzt in den nächsten Jahren aus, um eine Wasserstoffwirtschaft, um auch die verschiedenen Komponenten, die man braucht, von der Herstellung bis zur Nutzung, Transportnetze und so weiter sicherzustellen, um Partnerschaften mit Afrika aufzubauen. Die Frage zum Beispiel unserer ganzen Migration ist ja auch noch nicht geklärt. Und so hängt im Moment eins am anderen. Und diese Fragen wollen wir halt jetzt durch ein Umsteuern wesentlich schneller klären. Und dadurch kommt der Modernisierungseffekt dann in Gang. Herr Neugebauer, es klingt so ein bisschen, als sei die Bundesrepublik ein in die Jahre gekommenes Haus und jetzt müsste mal gründlich angepackt werden. Ist das auch Ihre Analyse? Als wäre die Bundesrepublik ein in die Jahre gekommenes Haus mit ordentlich Modernisierungsbedarf. Also ich kenne kein Land, was sich nicht ständig neu erfinden müsste, um sein Niveau beispielsweise zu halten, wenn es in einem Level entwickelt ist wie die Bundesrepublik Deutschland. Ein so bevölkerungsreiches Land wie wir, wenn Sie das mit anderen Ländern vergleichen, ist natürlich gehalten bei dieser Rohstoffknappheit, bei der hohen Bevölkerungsdichte, bei der Verantwortung, die wir ja auch weltweit wahrnehmen, wenn Sie sich verschiedene Dinge anschauen, dass man sich auch immer selber weiterentwickeln muss. Fakt ist, dass wir, wenn Sie an 5G-Ausbau denken, da sind wir ja aber auch im engen Austausch, einen erheblichen Nachholbedarf haben, der ist erkannt, da wird daran gearbeitet. Es ist aber auch nicht nur immer Sache der Wissenschaft und der Politik. Hier muss Wissenschaft, Politik und Wirtschaft natürlich an einem Strang ziehen. Das ist gar keine Frage, aber es ist erkannt. Da wird dran erarbeitet. Jetzt geht es darum, das natürlich noch mit Hochdruck nach vorn zu treiben. Aber wenn Sie sehen, wo die Wirkstoffe entstehen, die wir jetzt zum Beispiel gegen Corona erarbeiten, da sind wir ja als Bundesrepublik auch hoch gefragt und mit ganz vorn dran. Wenn Sie sich anschauen, die medizinischen Geräte, die zur Verfügung gestellt werden, da sind wir als Bundesrepublik ganz weit mit vorn dran. Wir sind jetzt im Gespräch, für die Zukunft Quantentechnologien zum Beispiel zu nutzen, um hacking-sichere Kommunikationen aufzubauen, um Quantencomputer zu nutzen, um Pandemien besser vorhersagen zu können, Finanzkrisen besser vorhersagen zu können. Überall dort werden wir auch von Ländern von außen positiv gesehen, also man erwartet mehr Führung durch Deutschland. Mhm.
Und insofern, sage ich mal, haben die anderen den Eindruck, wir haben ein ziemlich gut aufgeräumtes Haus. Was nicht heißt, wenn man selber drin wohnt, dass man auch seine Ecken kennt, wo man nochmal wieder einen Besen in die Hand nehmen muss. Frau Karliczek, lassen Sie uns in so eine Ecke gehen. Herr Neugebauer sprach gerade vom 5G-Ausbau. Wir haben jetzt gerade erschreckend festgestellt, dass die deutschen Schulen kaum mit WLAN ausgestattet sind. Jetzt haben Sie Geld zur Verfügung gestellt, damit jedenfalls bedürftige Schüler für den Heimunterricht, für das Homeschooling, sowas wie ein Tablet bekommen zum Beispiel. Die Mittel werden aber kaum abgerufen bisher, oder? Ja, wir haben ja den Digitalpakt im letzten Jahr auf den Weg gebracht und zwar mit einem Dreiklang. Und der Dreiklang war, wir brauchen ein technisch-pädagogisches Konzept. Ja. Wir brauchen die Lehrerweiterbildung, weil das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt in einer Schule. Die Lehrkraft, die im Grunde diese ganzen neuen Möglichkeiten dann auch umsetzen kann. Meistens ist das der Physiklehrer, ne? Der das so nebenbei kann. Ja, der ist meistens derjenige, der dann die Geräte wartet mit. Das ist ja. Und das ist ja dann nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber dann gibt es, und dann haben wir gesagt, okay, und dann übernehmen wir im Grunde die Infrastruktur. Ja. Und jetzt sind wir dann, damals war es auch in Ordnung, in der Reihenfolge vorzugehen und damit eben auch die Aufgabenverteilung dahin zu geben, wo sie originär ist. Dann haben wir nämlich keine Diskussion, wer muss was machen, sondern jeder kennt seine Aufgabe. Aber, und da kommen wir nämlich an den Punkt, warum muss es jetzt schneller gehen? Weil wir in einer Zeit, letztes Jahr, alle ein bisschen Beharrungskräfte miteinander hatten. Ich glaube, dass also dieses sich wirklich zu bewegen und zu sagen, wir packen das jetzt mal zügig an und überlegen mal. Da war eine hohe Unsicherheit, gerade auch in den Schulen. Was mache ich denn? Wie muss denn so ein technisch-pädagogisches Konzept aussehen? Ja. Jeder hat so ein bisschen auf den anderen gewartet und hat gesagt, lass doch mal den anderen machen, dann kann der die Fehler machen und ich mache es dann gleich besser. Und das ist jetzt eine andere Situation. Jetzt sind alle aus dieser Wohlfühlsituation rausgeschubst worden. Jetzt müssen alle die Fehler selber machen. Aber jetzt bewegt sich plötzlich viel schneller was. Zudem haben wir jetzt auch Erleichterungen und noch mehr Geld gegeben, sodass jetzt viele Dinge auch leichter gehen. Ich habe jetzt ganz klar nochmal darauf verzichtet und habe gesagt, das technisch-pädagogische Konzept hätte ich gerne gesehen, aber es muss jetzt nicht mehr am Anfang stehen, damit wir einfach auch schneller ins Tun kommen. Erstmal brauchen wir die Infrastruktur. Genau. Hier gibt es eine Frage von einem Zuschauer, anonymen Zuschauer, der sagt, zur Digitalisierung der Schulen, warum darf das Geld nur für Hardware, Software, WLAN, aber nicht für Personal verwendet werden? Haben wir hier ein klassisches föderales Problem? Der Bund Absolut. Ist für die Infrastruktur verantwortlich, die Länder fürs Personal? Absolut. Sie haben ja gesehen, wie lange es gedauert hat, das Grundgesetz überhaupt jetzt, ich sag mal, so ein kleines Stückchen zu verändern, dass wir im Anfang jetzt ein bisschen Personal mit anschieben können. Wir machen das jetzt zum Beispiel bei den Administratoren. Wir haben ja jetzt auch nochmal 500 Millionen gekriegt, um die Administratorenstrukturen mit den Ländern aufzubauen. Das ist ein originäres Thema der Länder mit den Kommunen zusammen. Jetzt gehen wir da rein, wir geben die 500 Millionen und wir wollen auch am Anfang beim Aufbau ein bisschen Personal mitfinanzieren. Aber das ist genau die föderale Stelle. Wir können nur Infrastruktur geben. Die Länder haben die Aufgabe, dann das Personal zu finanzieren. Und das ist, muss ich sagen, im Moment eine wunderbare Zusammenarbeit, sodass auch vieles schneller geht. Das war auch im letzten Jahr alles viel schwieriger. Wenn Sie Fragen haben, Sie dürfen sich gerne über Slido bei uns beteiligen. Es gibt so einen Button auf der Veranstaltungsseite, da können Sie Ihre Fragen einstellen. Ich werde morgen mit Impfstoffentwicklern reden. Und ich weiß, Sie haben Geld für Impfstoffforschung locker gemacht. 750 Millionen für ein nationales Programm, 230 Millionen an CEPI, eine internationale Organisation. Geben Sie mir doch mal so einen kleinen Einblick in den Maschinenraum Ihres Ministeriums. Wie setzen Sie Prioritäten? Sitzen da Menschen zusammen und sagen, wir haben so und so viel Geld zur Verfügung und das brauchen wir jetzt dahin und das schieben wir dahin und wird da so Tau gezogen oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben einen sehr engen Kontakt zu den Communities, mit denen wir unterwegs sind, sowohl in die Wissenschaft hinein als auch in die Wirtschaft hinein. Und da gucken wir natürlich immer wieder, wo gibt es noch Potenzial, das man noch nutzen kann. Wir haben ja schon Infektionsforschung im Land. Wir haben im Grunde mit dem CEPI-Netzwerk ja auch Impfstoffforschung schon angeschoben. Aber alles wesentlich kleiner, als wir es jetzt gebrauchen. Wir brauchen jetzt natürlich größere Studien. Das, was wir mit diesen 750 Millionen, die Sie angesprochen haben, jetzt machen, ist ja, dass wir zwei Teile haben. Das eine ist, dass wir die dritte Phase der klinischen Studien wesentlich vergrößern können. Mhm. Da sollen jetzt 30.000 Menschen in die Studie eingeschlossen werden. Normalerweise ist das immer so eine kleine vierstellige Zahl. Genau, so 3.000 eigentlich eher. Genau. Ja, und 30.000 sind sozusagen der Sicherheitsgurt für die beschleunigte
Und man hat viel mehr Erkenntnisse, weil ich natürlich auch ganz gezielt schon Risikogruppen mit einschließen kann und dann eben auch schon sagen kann, wie wirkt dann dieser Impfstoff bei diesen Risikogruppen. Dadurch bin ich vielleicht viel eher in der Lage, wenn das alles klappt, dann eben auch ganz gezielt zu sagen, für wen ist das ein wirklich guter Impfstoff, ein hochwirksamer Impfstoff, für wen empfehlen wir ihn vielleicht aber gar nicht so. Und die zweite Hälfte ist, dass wir ganz klar gesagt haben, die Produktionskapazität, die es jetzt rund um den Globus gibt, was Impfstoffentwicklung angeht, ist ausgelegt auf das, was heute gebraucht wird und nicht auf das, was jetzt in der Pandemie gebraucht wird. Und dann haben wir gesagt, den zweiten Teil, damit wollen wir Produktionskapazitäten aufbauen und wir wollen Produktionskapazitäten in Deutschland aufbauen, damit wir eben da auch gut aufgestellt sind und dann eben auch für unsere Bevölkerung etwas tun. Aber wenn wir hohe Produktionskapazitäten haben, sind wir auch ein guter Partner, international mitzuarbeiten. Lieber Herr Neugebauer, Sie haben vorhin schon erwähnt, in dem Moment, als Corona kam, haben Sie sich relativ rasch zusammengetan. Sie haben mit Max Planck und zusammen mit Kollegen von Helmer zusammen zum Beispiel Modellierungen betrieben. Bauen Sie da auf Strukturen auf, die es bereits gibt? Müssen Sie die dann in dem Moment neu bauen? Also gibt es immer schon und beständig den Dialog zwischen den Forschungseinrichtungen, denn immer noch gibt es die Kritik an der Versäulung der deutschen Wissenschaft, die sei so eingeteilt. Und, andere Länder beneiden uns, ich würde nicht von Versäulung sprechen, als das deutsche Wissenschaftssystem hat sich ja auch in den letzten 100 Jahren entwickelt, wenn Sie an die Max-Planck-Gesellschaft denken, die von den Außeruniversitären die älteste ist. Wir sind 70 Jahre alt gewesen im letzten Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Und man sieht es uns nicht an. Aber ich will nur sagen, es hat sich natürlich entwickelt. Und die Max-Planck-Gesellschaft steht für exzellente Grundlagenforschung nach dem Unerwarteten, wie mein Kollege Martin Stratmann oft sagt. Die Helmholtz-Gesellschaft steht mit ihren großen Forschungszentren im Gesundheitswesen für die Weltraumforschung, die DLR, oder auch für Boden- oder Meeresforschung. Und die Leibniz-Gemeinschaft, wo die Wirtschaftsweisen beheimatet sind, aber auch viele andere Disziplinen, hat ihre eigenen Schwerpunkte, die Fraunhofer-Gesellschaft. Wir sind insbesondere für die Wirtschaft da, für den Innovationspush. Andere Länder beneiden uns darum. Als Obama Präsident war, hat mich seine Ministerin Penny Pritzker für Economy und für Commerce und Economy, Commerce und Innovation besucht und mit einem Riesenstab. Und die Kernfrage war, Herr Neugebauer, wie ist die Struktur des deutschen Wissenschaftssystems? Wie funktioniert das und was ist die Rolle von Fraunhofer? Das heißt, man schaut auch auf unser System wegen des Erfolges bei Innovationen. Und insofern muss ich sagen, würde ich nicht von einer Versäulung sprechen und Ihre Frage nach dem Austausch und wie wir zusammenarbeiten. Es gibt Programme zwischen zum Beispiel Max Planck und Fraunhofer seit vielen Jahren, wo wir gemeinsam an bestimmten Dingen arbeiten, ob im Medizinbereich, ob im Nanotechnologiebereich, ganz verschieden. Das gibt es auch zwischen uns und der Helmholtz-Gemeinschaft und gibt es auch zwischen uns und Leibniz. Das war in der Vergangenheit oft bilateral zwischen zwei Organisationen, gibt es auch zwischen den anderen. Jetzt, und das ist die neue Qualität, da bin ich auch bei diesem Ruck, von dem die Ministerin spricht, dass also während der Krise jetzt wir neuen Herausforderungen, auch mit neuen Reaktionen begegnen, sprechen wir ständig alle vier, wie gesagt, erstmal auf der Präsidentenebene, um zu schauen, wie sind Prioritäten zu setzen. Und dass wir jetzt gemeinsame Ad-hoc-Gruppen haben von Spitzenforschern aus allen vier Organisationen, die sich solchen Fragen wie der Pandemiesimulation, die ja gigantisch ist im Hintergrund, im wissenschaftlichen Hintergrund, fängt bei der Datenbasis an, über die Modelle etc., bis hin zu eben bestimmten Dingen, die für die Corona-Bekämpfung wichtig sind, aber eben jetzt auch für den Innovationspush. Wir schauen nicht nur mehr auf die Bekämpfung des Coronavirus, da sind wir mittendrin, da läuft auch viel, müssen wir jetzt auf die Ergebnisse schauen, nicht jeden Tag was Neues anfangen, sondern auf Resultate schauen. Jetzt schauen wir insbesondere da auch Fraunhofer auf einen Innovationspush, insbesondere für den deutschen Mittelstand. Und da sind wir auch dabei, in einem Programm das vorzubereiten. Und da muss ich sagen, auch mal ein Lob an die deutschen Unternehmen. Trotz der schwierigen Phase sind gerade hier in Deutschland, wie gesagt, ich war letzte Woche in Italien, habe dort viele Gespräche geführt. Gerade bei uns nutzen viele Unternehmen, so sie denn können, die Zeit für neue Produkte, neue Prozesse, für Innovationen, für danach, um dort einen richtigen Schub zu erreichen. Und da sind wir mit dabei. Und das halte ich für was ganz Wichtiges. Und das ist was Positives für unser Land. Das ist was Positives. Wir
wir beklagen uns oft genug, muss ich jetzt so ehrlich sagen, aber dass die Wirtschaft da aus eigener Kraft versucht und die schreien nicht nach Fördermitteln, wenn es da die Möglichkeit gibt, wenn wir als teure Forschungsorganisation kommen, dass das gemildert wird, weil der Bund da hilft, wird es natürlich gern genommen. Aber das ist nicht das Kriterium, um nach Innovation zu schauen. Mhm. Überhaupt nicht. Über eine Welt nach Corona werden wir wahrscheinlich nie diskutieren können. Es wird immer eine mit Corona sein. Genau. Aber wir werden über eine Welt nach dieser Krise diskutieren können. Frau Karliczek, es gibt ein neues Forschungsnetzwerk der Hochschulmedizin in Deutschland, das Forschungsnetzwerk Covid-19. Sie fördern das mit 150 Millionen. Auch hier stelle ich mir die Frage, hat Covid-19, hat Corona hier plötzlich Menschen zusammengeführt auf intensive Art und Weise, die sonst ein bisschen miteinander konkurrieren? Ja, zum einen muss man ja wissen, dass eben die Hochschulmedizin eigentlich in seiner Finanzierung Sache der Länder ist. Und die Vernetzung über Ländergrenzen hinweg ist dann immer etwas, was natürlich dann einer langen Diskussion bedarf. Und da war jetzt auch Corona einfach so ein Push, den man einfach nutzen musste, um zu sagen, so, und jetzt ist es wichtig, dass wir alle 38 Hochschulmedizinen, die wir haben, so vernetzen, dass im Grunde, egal wo ich eine Erkenntnis über Diagnose oder auch eine Therapie habe, dass sie deutschlandweit zur Verfügung steht. Und dass wir jetzt eine Datenbank aufbauen, die wir dann ja auch längerfristig nutzen können, dass dadurch jetzt auch Zusammenarbeit entsteht, die wahrscheinlich hinterher Jahre trägt. Das ist ein echter Fortschritt und das ist auch genau das, was wir in den nächsten Jahren erreichen müssen. Wir wissen doch alle, wenn wir im Bereich künstliche Intelligenz erfolgreich sein wollen, dann brauchen wir gigantische Datenschätze, möglichst aus dem gesamten Medizinbereich. Und da jetzt also Strukturen zu schaffen, die so vernetzt sind, wir machen das ja mit der nationalen Forschungsdateninfrastruktur grundsätzlich schon. Wir haben da ja schon die ersten Bausteine gelegt. Aber ich glaube, da kommt jetzt etwas in Gang, was diesen ganzen Prozess unheimlich stark befördert. Und diese Gelegenheit hätten wir ohne Corona in der Form für 150 Millionen nicht gehabt. Mhm. Beim Stichwort Datenschutz geben Sie mir das nächste Stichwort, weil wir haben intensiv diskutiert, bevor wir die Corona-Warn-App eingeführt haben, wie die dann aufgebaut sein muss, um Daten zu schützen. Andererseits liegen in Gaststätten Stapel offener Zettel mit Adressen und Telefonnummern herum. Muss man auch mal sagen, glaube ich. Es gab aber auch einzelne Stimmen, die sagten, naja, jetzt, also die digitale Patientenkarte ist jetzt auch nochmal ein Datenrisiko, die müssten wir jetzt nochmal auf den Prüfstand stellen. Haben wir ein grundsätzliches Problem, was das Heben von Datenschätzen angeht, müssen wir einmal neu justieren? Und wie muss das aussehen? Wir sind sehr, sehr dezentral organisiert und wir halten den Datenschutz ja auch sehr hoch und sehr streng. Und wir müssen da, glaube ich, wie sagt der Helge Braun immer, sagt er, wir brauchen nicht eine Datenschutzstrategie, wir brauchen eine Datennutzungsstrategie. Ja. Und in diesem Sinne versuchen wir... Die uns Estland zum Beispiel vormacht. So, und wir versuchen ja unter unseren Datenschutzstandards, die können ja auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Davon bin ich übrigens, seitdem wir die DSGVO eingeführt haben, zutiefst überzeugt. Weil es ganz schnell dazu führte, dass zum Beispiel Microsoft ja gesagt hat, wir nutzen weltweit genau diesen Standard, dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Und wenn wir solche Standards schaffen können im Bereich der Datennutzung, trotzdem zusammenführen können, um eben so Tools, die man eben mit KI dann über solche Datenschätze schicken kann, dann haben wir genau den Fortschritt, den wir brauchen. Und das ist ja das, wir müssen das strukturell organisieren, was in Firmen in den USA von alleine entsteht, weil alles zusammen unter einem Dach ist. Das haben wir nicht, aber deswegen müssen wir es gut organisieren. Aber ich denke, wir sind da auch einen ganzen Schritt vorangekommen. Herr Neugebauer, ich erinnere mich an Gespräche, die wir früher schon geführt haben. Da haben Sie mir erklärt, Datenschutz und Datensicherheit könnten ein echter Wettbewerbsvorteil sein, wenn er sozusagen deutsch interpretiert, dann exportiert werden könnte. Das müssen Sie mir nochmal erklären. Ja, vielleicht, wenn Sie erlauben, würde ich noch eine grundsätzliche Bemerkung vorn ran stellen. Das Thema Datenschutz und Datensicherheit ist natürlich in der öffentlichen Diskussion ähnlich wie Gentechnologien, künstliche Intelligenz, ein Thema, was immer ein sehr sensibles Thema ist. Also als wir vor 2 Jahren jetzt die intensive Diskussion über künstliche Intelligenz hatten, bekam ich pro Woche als Fraunhofer-Präsident vielleicht 50 bis 60 Zuschriften, wann übernehmen die Roboter die Macht? Wenn Sie sich mit künstlicher Intelligenz befassen, da wissen Sie, das ist jenseits des heutigen technisch Möglichen. Ein Roboter wird nie ein Bewusstsein entwickeln oder ähnliche Dinge, was ein Mensch ist. Aber es gab den Großphysiker Stephen Hawking, der davor gewarnt hat. Ja gut, aber es mag ja sein. Aber er war ja auch ein großer Visionär. Aber von der Sache her will ich nochmal sagen, ich rate einfach dazu, mehr Gelassenheit bei diesen Themen zu walten zu lassen. Wir müssen auch mal daran denken,
unsere heutige Lebenserwartung, unsere Sicherheit, unser Lebensstandard verdienen wir am Ende, verdanken wir am Ende technischen Lösungen und Ingenieurwissenschaft, Naturwissenschaft und so weiter. Und das immer auf dem Wege zu neuen Lösungen, das war bei der Einführung der Elektrizität so etc., auch Gefahren bestehen, das ist richtig, mit denen muss man auch sensibel umgehen. Und jetzt zum Thema Daten. Es ist so, dass Datensicherheit natürlich ein hohes Risiko ist, aber schauen Sie, jeder, der im Internet surft, gibt eine Menge von sich preis, was auch immer. Und wenn wir über die App reden, da schlugen die Wogen hoch in einer Größenordnung, die ich persönlich so nicht nachvollziehen konnte. Weil es lag bei der ersten Variante, die wir hatten, die dann nochmal geändert wurde. Unser Part war ja als Fraunhofer Gesellschaft immer die Berechnung der Distanzen. Wir waren also eigentlich von der Datensicherheits-Handling-Strategie weg. Das war nicht unser Part. Bei uns ging es darum, die richtige Entfernung da zu berechnen. Da haben wir nun noch einen Fehler von Google und Apple gefunden. Den haben wir auch noch offengelegt. Der wurde geändert. Nun wird das mit hoher Genauigkeit berechnet. Waren wir auch ein bisschen stolz, muss man auch dazu sagen. Finden Sie ja nicht so schnell bei denen an Schnittstellenfehler. Und das, wie Sie es sagen mit den Zetteln in den Gaststätten, die Daten, der Datenzugriff war bei der ersten Runde, die verworfen wurde und uns die App quasi 6 Wochen zurückgeworfen hat oder noch mehr und auch ein bisschen in Misskredit gebracht hat bei der Bevölkerung, war nichts anderes als auch der Datenzugriff, der vorliegt, wenn Sie es händisch machen über die Gesundheitsämter. Nicht mehr und nicht weniger. Also es war genau das Gleiche, wie es jetzt, wie es immer noch, wenn es händisch gemacht wird, stattfindet. Und da verstehe ich dann manchmal die Aufregung nicht an dieser Stelle. Das ist so ein bisschen der Blick in die Blackbox. Man weiß nicht, was dahinter passiert. Vielleicht, weil genau man weiß, so beunruhigt. So. Aber generell zum Thema Daten, weil Sie die Frage noch, wenn ich das darf, Herr Senker, die Datensicherheit wird ein Wettbewerbsvorteil sein in Zukunft. Nur wer bestimmte Dinge sicher dann garantieren kann, wird mit seinen Produkten besser vorankommen. Deswegen, wir haben mit dem BMBF bereits vor einem Jahr ein Projekt gestartet zur Quantenkommunikation. Dort können wir in Zukunft Daten austauschen, die können Sie physikalisch nicht hacken. Also per physikalischer Quantentechnologie können Sie die nicht hacken, Sie können die Informationen nur unterbrechen. Und solche Dinge wollen wir einsetzen, wenn es um Leben geht, wenn es um Sicherheit großer Bevölkerungsgruppen und so weiter geht, dass wir dort in Zukunft total wirklich eine Sicherheit im wahrsten Sinne garantieren können. Und das ist der erste Schritt. Später, ist ja auch so, je mehr die Dinge genutzt werden, je billiger werden sie, je mehr können wir, sind noch einige Hürden zu nehmen, auch in der Zukunft für uns nutzen. Aber da sind wir dran und sind auch auf besten Wege und sind da auch international unterwegs. Frau Karliczek, künstliche Intelligenz ist eines der großen Zukunftsfelder, hat viel mit Daten zu tun, wenn wir über Maschinenlernen diskutieren und Ähnliches. Herr Neugebauer hat vorhin schon Google erwähnt, Amazon erwähnt. Kommen wir an die überhaupt noch heran, was die Entwicklung dieses Feldes angeht? Und geht das national? Worauf müssen wir hier nicht anders denken? Müssen wir hier nicht noch viel stärker als bisher europäisch denken? Absolut. Also es ist auch gar nicht die Idee, national das alles alleine zu entwickeln. Wir haben damals gesagt, weil wir natürlich sahen, dass die Diskussionen schon auch angesichts der Wahl in Europa und sich erstmal neu aufstellen zu müssen, erstmal da dauern, haben wir gesagt, okay, wir machen eine nationale KI-Strategie und gehen erstmal voran. Gucken erstmal, was brauchen wir denn bei uns im Land? Vor dem Hintergrund haben wir Leuchttürme kreiert, 5 haben wir in Deutschland, wo eben, ich sag mal, die Wissenschaft so gestärkt werden soll, dass wirklich Köpfe zusammenkommen, die dann wirklich exzellente KI-Forschung machen können. Man darf ja nicht glauben, dass wir in dem Bereich schon alles wissen. Es hört sich immer so an, dass es nur noch um Nutzung geht. Es geht beileibe nicht nur um Nutzung. Nutzung in manchen Bereichen über Gaia X und so weiter, das ist ein Feld. Aber wir gucken sehr, sehr stark noch darauf, dass wir sagen, wir wollen gerade noch mal die Grundlagenforschung stärken, weil am Ende geht es darum, dass wir in den Bereichen, wo wir immer stark gewesen sind, nämlich im industriellen Bereich, im maschinellen Bereich, dass wir da die KI-Möglichkeiten ideal ausnutzen wollen. Und dazu brauchen wir noch eine Menge Forschung. Dazu ist noch eine Menge zu tun. Wir sind jetzt gerade dabei, die dritte Tranche der KI-Mittel zu verteilen und dann zum Beispiel auch die Zentren zu verstetigen, damit sie selber so viel Freiheit haben, dann auch die richtigen Kollegen zu
kreieren, zu animieren, nach Deutschland zu kommen, auch weltweit dann eben suchen zu können. Wirklich die besten Spitzenforscher sollen an unsere Leuchtturmprojekte in Deutschland. Und die müssen dann so stark werden, dass sie wirklich auch weltweit strahlen. Und das ist zum Beispiel eine unserer Aufgaben. Eine zweite Aufgabe, der wir uns jetzt gerade annehmen, wir machen mit den Ländern zusammen eine Verwaltungsvereinbarung zum Thema künstliche Intelligenz in Hochschulen. Dass wir ganz klar sagen, das ist nicht nur ein Fachgebiet der Informatik, sondern die künstliche Intelligenz ist interessant für die Medizin. Die künstliche Intelligenz ist sogar in manchen Bereichen interessant für Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. So, und an diesen Stellen wirklich dann jetzt auch nochmal einen weiteren Input zu geben in die Hochschulen hinein, um auch die Vernetzung der verschiedenen Disziplinen zu fördern. Das sind unsere Aufgaben. Wir machen nie Regelbetrieb. Wir machen immer wieder diesen Schubs, eine nächste Stufe, eine nächste Qualifikationsstufe, eine nächste Qualitätsstufe anzustoßen. Und das tun wir im Bereich KI auch. Wenn jetzt Amazon nach Deutschland kommt mit einem Forschungsinstitut und sich im Cyber Valley ansiedelt, ist das eine schlechte oder eine gute Nachricht? Ich glaube, das ist eine gute Nachricht, weil am Ende, wenn da Leute mitarbeiten, die dann hinterher vielleicht sich wieder selbstständig machen und dann ein eigenes Startup daraus kreieren, dann ist das genau das, was wir brauchen. Und wie kommt jetzt Europa ins Spiel? Mit Europa, also wir sind hingegangen und haben mit Frankreich zusammen begonnen, jetzt erste Förderlinien aufzusetzen, dass wir also gerade auch die Forschungsseite zwischen Deutschland und Frankreich stärken. Jetzt geht es dann darum, diesen ganzen Prozess nach Europa zu tragen und das Deutsche europaweit zu vernetzen. Es gibt ja schon Netzwerke wie Alice und Claire, die in dem Bereich diese Vernetzung schon suchen, die schon länderübergreifend unterwegs sind, die auch schon, ich sag mal, köpfetechnisch sehr, sehr stark sind. Also da sind schon wirklich auch die Besten, die es in Europa oder ich sag mal in diesem ganzen Bereich gibt, vernetzt sind. Und daran müssen wir jetzt weiterarbeiten und dann muss das eben aus Europa heraus auch befördert werden, wird es aber auch. Die haben ja schon erste Förderungen aus Europa schon gekriegt. Ich habe hier eine Zuschauerfrage, die ein bisschen off-topic ist, aber die in den Kern von Europa zielt. Wir waren ganz stolz darauf, dass wir aus Europa heraus mit europäischem Geld Grundlagenforschung fördern über den European Research Council, den Europäischen Forschungsrat. Jetzt gibt es Gerüchte, dessen Mittel sollen gekürzt werden. Stimmt das? Können Sie aufklären? Und wenn das so wäre, wäre das nicht ein verhängnisvolles Signal? Die Diskussion um die Mittelverteilung wird ja im Moment sehr, sehr intensiv geführt, weil sie muss auch jetzt auf jeden Fall zu einem guten Ende geführt werden, denn wir wollen ja Anfang des neuen Jahres wirklich dann auch starten mit den Projekten. Ich werbe im Moment dafür, ich meine, wir haben alle miteinander gesehen, wie fleißig unsere Kanzlerin zusammen mit Emmanuel Macron dafür gekämpft hat, dass es im Rat eine Lösung gegeben hat, dass man sich überhaupt committed hat und gesagt hat, ja, zu dem Kompromiss stehen wir alle. Der Kompromiss war natürlich für uns aus Forschung und Innovationssicht nicht ganz einfach, weil der in dem Moment nicht so im Fokus steht. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Es gibt eben die verschiedenen Töpfe, der Strukturfonds zum Beispiel. Wenn wir es schaffen, den Innovationsfonds mit dem Strukturfonds sinnvoll zu verknüpfen, dann kann daraus eine gedeihliche Zusammenarbeit auch zwischen europäischen Ländern entstehen, die einen vielleicht im Exzellenzbereich, die anderen dann im Strukturbereich. Und das ist das, was wir weiter fördern müssen, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, jetzt nutzen. Ich werbe aber im Moment gerade auch im Europaparlament sehr dafür, dass wir bis zum Jahresende so weit sind, dass wir am Anfang des neuen Jahres dann auch wirklich starten können. Auch das ist ein Signal, was ganz wesentlich ist, dass wir in Europa handlungsfähig sind. Ja, es gibt so ein bisschen die Besorgnis. Wissenschaft organisiert sich ja gern selbst, Herr Neugebauer. Das ist eine Form von wissenschaftlicher Selbstorganisation, nämlich das sind Mittel, die Wissenschaftler rein nach Exzellenzkriterien vergeben, nicht nach irgendwelchen nationalen und sonstigen Interessen. Und darum ist der Blick darauf, glaube ich, besonders sorgfältig. Ich kann das verstehen und natürlich habe ich auch mir mehr erhofft, vor allen Dingen nachdem die Diskussionen anfangs ja mit ganz anderen Zahlen gearbeitet haben. Also die Zahlen, die am Anfang in den Raum geworfen wurden, waren natürlich ganz andere. Aber ich muss auch sagen, diese Tage, wo der Rat getagt hat, haben dann auch mich schon ein wenig aufhorchen lassen und wir haben uns das natürlich genau angeguckt. Natürlich wünschen wir uns mehr für unseren Bereich, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich nicht sage, wir können trotzdem etwas Gutes daraus machen. Und wenn wir am Ende öffentlich-private Forschungsprogramme dann auch noch daraus machen, wir müssen ja auch sehen, dass wir die Wirtschaft mitkriegen an dieser Stelle. Ich bleibe da optimistisch, wir müssen sehen, dass wir das, was wir haben und können, gut vernetzen. Wir behalten das im Auge. Lieber Herr Neugebauer, apropos im Auge behalten. Es scheint ja in den letzten Monaten so, als bestünde Wissenschaft nur aus Epidemiologie und Virologie. Es gibt ja rechts und links noch wichtige Felder daneben. Ein paar haben wir schon angesprochen. Haben Sie die Sorge, dass wir Dinge aus dem Auge verlieren? Wir haben intensiv über Klimawandel diskutiert und der bleibt, auch wenn die Corona-Krise irgendwann mal gegangen ist. Wir diskutieren über den Verlust von Artenvielfalt.
Wir diskutieren über eine neue Landwirtschaft. Wir diskutieren über die Frage, was hat Corona uns über unser Bildungssystem, über unser Gesundheitssystem, über den Aufbau unserer Städte gelernt. Das heißt, da stehen ganz große Fragen im Raum. Wie orchestriert man die jetzt und wie sorgt man dafür, dass dieser Fokus der Aufmerksamkeit nicht verloren geht, beziehungsweise dass er nicht zu sehr eingeengt wird? Also die Sorge möchte ich Ihnen nehmen, Herr Senker. Die Wissenschaftsorganisationen, und ich kann natürlich hier vor allem für die Fraunhofer Gesellschaft in erster Linie sprechen, aber ich weiß das auch von den Schwesterorganisationen, hat nach wie vor alles im Blick. Und wenn ich vielleicht mal drei Dinge nur nennen darf, ohne hier vollständig sein zu wollen. Es gibt vielleicht drei ganz große Probleme, die uns treiben, woraus viele wissenschaftliche Fragestellungen abgeleitet werden. Das ist insgesamt unsere demografische Entwicklung, aus der sehr vieles erwächst. Daraus erwächst Ressourcenverbrauch, daraus erwachsen die Probleme der menschlichen Bewegungen weltweit. Daraus erwächst aber auch Klimaeinfluss, Impact aufs Klima, unangenehmer, indem wir natürlich sehr, sehr wachsen. Um dem zu begegnen, ist nach wie vor ein großes Thema Ressourceneffizienz in der Forschung. Mhm. Und um einfach nur eine Zahl zu nennen, und es gibt auch die Möglichkeiten, wie groß die Herausforderung ist. Wir haben heute, ich glaube, im Moment sind wir um die 7 Milliarden Menschen. Ich habe nicht nochmal gegoogelt. Irgendwann sind wir 10 in relativ kurzer Zeit, wenn es so sich weiterentwickelt. Von den 7 Milliarden heute leben in Verhältnissen wie wir, könnten wir jetzt überschlagen, Europa, Nordamerika, Japan, noch ein paar dazu, vielleicht 2 Milliarden, 2,5 Milliarden. Das heißt, 4,5 Milliarden, 5 Milliarden, wenn die Zahlen uns jetzt, wenn wir uns nicht vertun in den Zahlen, sind irgendwo in Bewegung. Wenn die in ihrer Bewegung zu einem Lebensstandard wollen wie wir, an Konsumption, dann reicht die Welt nicht, die Erde nicht, unsere Ressourcen reicht nicht. Mhm. Und wir haben mal hochgerechnet bei Fraunhofer schon vor Jahren, wir müssen ungefähr mit einem Zehntel der jetzigen Ressourcen auskommen für einen ähnlichen Lebensstandard, wenn wir erreichen wollen, dass die Lebensverhältnisse so sind, dass die Menschen überall dort ihren Weg finden, mehr oder weniger, bei aller gut gewollten weltweiten Austausch. Das heißt, für Ressourcenverbrauch, und das geht bis hin zu den Lebensmitteln, gibt es dermaßen große, gigantische Herausforderungen. Und die haben wir im Blick. Alle Forschungsorganisationen, auch bei uns. Also die Themen der Ressourcenverbrauch zuallererst, Klima-Impact, also keinen negativen Klima-Impact, gleich damit einhergehend und dafür Lösungen zu finden. Und um nur so ganz triviale Dinge zu sagen, damit das, was jeder sofort nachvollziehen kann. Wenn es früher um Leichtbau ging, ging es immer um leichtere Materialien und ähnliche Dinge. Heute geht es bei Leichtbau zunächst als allererstes um bionische Strukturen. Denn das Optimalste, um eine bestimmte Funktion zu erreichen, bietet uns die Natur an. Wir haben heute mit Big Data und der großen Modellierung die Chance, die Natur viel besser zu verstehen als früher. Wir nennen das technologische Transformation und bauen heute nicht mehr im klassischen Ingenieursinne mit geraden Kanten und runden Kreisen irgendwelche Systeme, sondern bilden die bionisch nach mit neuen Produktionsverfahren und kommen mit viel weniger Material aus, um bestimmte Funktionalitäten dem Menschen in allen seinen täglichen Bedürfnissen anzubieten. Also ganz, ganz großes Thema. Zweites großes Thema neben diesem, was ja letztlich der demografischen Entwicklung folgt, in allen seinen Facetten, irgendwo. Ein weiteres solches Thema, das kann man dann auch, und das gilt überall in der Welt. Das zweite Thema, mit dem insbesondere Nationen wie die unsere konfrontiert ist, ist dieses Thema Souveränität. Wie erreichen wir Souveränität? Wir alle kennen die Dinge mit unserer Nord Stream 2. Sind wir souverän, sind wir nicht souverän? Oh, es gibt auch andere Dinge. Es gibt Produkte, die sind heute wichtig für unsere Sicherheit. Wir kennen das in der Fraunhofer Gesellschaft. Die können wir nicht mehr selber produzieren. Nicht, weil wir es nicht können, technisch. Wir produzieren sie nicht mehr selbst. Und wir kaufen das von anderen Nationen, die uns mehr oder weniger freundlich gesinnt sind, ja, je nachdem, um welche Interessen es geht. Und jetzt ist die Frage, was ich eingangs erwähnte, wir sind aber auch teilweise nicht mehr in der Lage zu beurteilen, ist es jetzt erste, dritte oder vierte Qualität, die wir kommen? Und ist das die letzte Generation, die uns als letzte verkauft wird, oder ist es eigentlich die vorletzte?
Das müssen wir sichern. Das meine ich mit technologischer Souveränität, diese Urteilsfähigkeit zu erkennen, wenn man eine Chimäre angedreht bekommt. Das ist Punkt. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit Autarkie zu tun. Und es muss eine gewisse technologische Souveränität sein, um politische Souveränität durchzusetzen. Halte ich für einen ganz wichtigen Punkt für die Zukunft unseres Landes. Und das ist sowieso nur möglich auf europäischer Ebene. Wir sind der größte Wirtschaftsraum. Lassen Sie uns das auch in allen diesen Facetten leben. Und der dritte Punkt, den ich vielleicht noch ansagen würde, von meiner Sicht, wenn ich darf, das ist dieses Thema sozialer Zusammenhalt, unsere Gesellschaft, die soziale Resilienz. Was halten wir als Gesellschaft aus? Also da ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr sensitives Thema, mit dem wir umgehen müssen. Wir sagen, die Voltaire hat mal geschrieben, das ist die beste aller Welten, wie sehen dann alle anderen aus? Wir sagen, die Demokratie ist die beste aller Welten und kämpfen auch um diese. Und ich frage mich dann immer wieder, wenn Menschen der Meinung sind, was anderes wäre besser, was ist es denn dann? Und das halte ich auch für eine große Fragestellung in der Forschung. Und hier ist es wichtig, wir wollen ja Akzeptanz. Demokratie heißt immer breite Akzeptanz. Akzeptanz kommt nur durch Transparenz. Und da sind wir auch gefordert als Wissenschaft, das, was wir tun, wenn wir meinen, es ist richtig, transparent zu kommunizieren. Frau Kalitschek, das ist auch das Stichwort Wissenschaftskommunikation, das Sie angesprochen haben. Wir erleben ja unsere Gesellschaft gegenwärtig so, dass wir einen großen Teil von Bundesbürgern, Bürgerinnen sehen, die das für vernünftig halten, was gerade passiert. Es gibt einen Teil, der möchte möglichst schnell wieder zurück in die alte Komfortzone. Da habe ich so ein bisschen die Sorge, das Signal verpufft sozusagen, das aus dieser Krise herauskommt. Und es gibt andere, die zweifeln ganz grundsätzlich und halten Angela Merkel für eine Außerirdische und Bill Gates für jemanden, der uns allen Chips einbauen will. Ja. Welche Rolle spielt Wissenschaftskommunikation? Haben wir Fehler gemacht? Haben wir manche Menschen zu wenig, auch einige Politiker zu wenig mitgenommen? Ich erinnere mich an einen, der sagte, was fange ich mit diesen Virologen an, die mir jede Woche was Neues erzählen? Das ist für mich von Beginn an das ganz große Thema gewesen, weil man das nämlich in der Gesellschaft schon gespürt hat, dass wir der Wissenschaft natürlich als die Grundlage unserer Entscheidung einen großen Stellenwert einräumen. Und das soll übrigens auch so bleiben, nicht, dass das jetzt hier in Zweifel gestellt wird. Aber das bedeutet eben genau das, was Herr Neugebauer eben gesagt hat, dass wir es schaffen, Transparenz in diesen fortwährenden Fortschritt zu kriegen. Und das eine ist, dass man methodisch zeigt, wie geht das, wie entwickelt sich der Fortschritt, wie arbeiten denn die Wissenschaftler? Und das Zweite ist, was geht denn heute schon? Also ich bin ins Haus gekommen und habe gesagt, ich sage, wir können in diesem Haus etwas, was kein anderes Haus kann. Wir können nämlich Zukunftsoptimismus organisieren, weil wir können zeigen, was heute schon geht, was aber vielleicht noch nicht skalierbar und noch nicht massentauglich ist. Und das war am Anfang ganz schwer, weil irgendwie war so, das war immer so abstrakt und Forschung ist irgendwie so weit weg von dem Alltag der Menschen. Und durch die Krise haben wir jetzt die einmalige Chance gekriegt, die Menschen zu faszinieren. Und jetzt müssen wir sie bei uns behalten. Und jetzt müssen wir sie aber nicht nur für die Frage von Viren bei uns behalten. Wir müssen es jetzt schaffen, dass wir auch den technologischen Fortschritt sichtbar machen. Also ich diskutiere im Moment, Peter Altmaier hat ja jetzt am Wochenende dieses Konzept rausgebracht, Klimawandel und Wirtschaft quasi, also Klimawandel beschleunigen und Wirtschaft stärken. Das ist aber genau das, was wir seit Jahren tun. Wir sind seit Jahren auf dem Weg, dass wir alles dafür tun, dass wir im Grunde auch unsere Industrie unterstützen, dass sie CO2-frei wirtschaften kann. Weil wir wollen ja diese Industrie, wir wollen die gut bezahlten Arbeitsplätze behalten. Und das müssen wir jetzt sichtbar machen, was wir alles dafür tun. Ich meine, dass Fridays for Future auf die Straße gegangen ist und sagt, ihr tut ja nichts. Seit 1983 fährt die Polarstern im Eismeer rum und entwickelt und organisiert immer weitere Daten, damit wir überhaupt beim Klimawandel die richtigen Schlüsse daraus ziehen können, überhaupt sagen können, was ist denn Ursache und was ist Wirkung. Dass die Polarstern jetzt auch noch unterwegs ist und jetzt im nächsten Monat wiederkommt, das ist genau die Botschaft, die müssen wir sichtbar machen, weil daraus entsteht der Fortschritt. Die jungen Leute brauchen keine Angst zu haben. Also unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel ist in mein Haus so viel Geld geflossen wie die ganzen Jahre vorher nicht. Wir haben Wissenschaft und Forschung vorangetrieben wie in den Jahren zuvor nicht. Und wir haben jetzt so viel Geld zur Verfügung, wir haben so viel Fortschritt organisiert in den letzten Jahren. Wir müssen es nur sichtbar machen. Ich glaube, und das ist für mich der Punkt der Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, die jungen Leute haben gar nicht so viel Probleme mit der Wissenschaft. So jedenfalls höre ich ihnen zu. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben es versäumt,
zu kommunizieren, dass Irrtum ein Prinzip von Wissenschaft ist. Oder? Schöner Satz. Ja, ich glaube, es hat. Also, ich glaube, es also zumindest wenn eine Situation so neu ist, wie dieses Auftreten dieses Erregers, von dem man gar nicht weiß, ob er ganz genau weiß, ob er von diesem Markt in Wuhan stammt oder ganz woanders her. Wir haben auch nie verlangt, dass die Menschen im Entwicklungsprozess mitgehen. Ja, genau. Wir sind immer erst an dem Punkt eingestiegen, wenn es hieß, wir haben etwas gefunden oder wir haben etwas möglich gemacht. Und jetzt gehen wir im Grunde in den Echtzeitbetrieb mit der Wissenschaft, um zu sagen, so, wie können wir denn richtig reagieren? Das ist ja auch genau der Punkt, warum jetzt im Moment die Diskussion aufflammt, haben wir eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir können natürlich heute andere Entscheidungen treffen mit einem anderen Wissen. Als wir angefangen haben, wussten wir über dieses Virus so gut wie nichts. Die Frage, ob man Schulen schließen muss oder Schulen nicht schließen muss, kann ich ja heute mit dem Wissen von heute ganz anders beantworten, mit den ganzen Studien, die zu Kindern und Kinderansteckung und so weiter gemacht worden ist, kann ich heute ganz anders reagieren, als ich das noch vor einem halben Jahr kann. Und ich sag mal, so ein Phänomen haben wir in den letzten Jahren nicht gehabt. Und dann kommt natürlich dazu, dass manche Sachen auch schwer zu erklären sind. Das ist für mich zum Beispiel so ein Punkt, wo wir uns ja jetzt in der nächsten Woche dann auch zusammensetzen und mal überlegen, wie kann ich denn vielleicht auch komplexe Wissenschaft, und wir gehen ja, je weiter wir kommen, immer weiter in die Tiefe. Wir gehen ja nicht nur in die Breite, wir gehen ja auch ganz klar in die Tiefe. So, und diese Tiefe aber trotzdem erklärbar zu machen, und zwar so, wie es ein Ranga Yogeshwar macht, wie es ein Herr Lesch macht, dass man wirklich auch die Leute fasziniert und auch mitnimmt. Wir möchten ja auch Nachwuchs in der Wissenschaft haben und wir möchten, dass diese Wissenschaft auch, ich sag mal, breit getragen wird. Und das müssen wir schaffen. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, für das System eine Menge getan. Jetzt gilt es, dieses System mitten in die Gesellschaft hineinzutragen. Und dann haben wir eine Menge erreicht in dieser Legislaturperiode. Liebe Frau Karliczek, lieber Herr Neugebauer, ganz herzlichen Dank. Es liegt noch viel vor uns. Ich glaube, vor Ihnen beiden auch, weil das Verhältnis von Wissenschaft und Politik muss immer wieder neu definiert werden. Man muss aus diesen Prozessen lernen. Ich glaube, das gilt für alle Beteiligten, für die Gesellschaft auch. Das stimmt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir danken Ihnen.